Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist Mittwoch, es ist wieder Stallzeit und ich habe heute ein bisschen früher Feierabend gehabt. Das ist ganz gut, denn das gibt mir die Möglichkeit, euch endlich mal den fertigen Stall zu zeigen. Ja, ihr habt richtig gehört, der Stall ist endlich fertig. Unsere Kühe sind auch schon umgezogen. Nein, unser Deckbulle ist ausgezogen. Dafür ist ein Absetzer, also ein anderer Bulle von letztem Jahr, eingezogen in den neuen Stall. Unsere Rinder sind natürlich auch noch drin. Ich hatte gesagt, dass wir das Gitter umbauen wollen. Das ist passiert. Und ja, der neue Stall ist fertig. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und dafür war es auch wichtig, dass es draußen noch hell ist. Deshalb ist es gut, dass ich heute früher von der Arbeit gekommen bin. Denn jetzt haben wir noch ein bisschen Tageslicht und ich kann euch das zeigen. Denn es wurde ganz, ganz oft gefragt, warum oder wie misten wir in dem neuen Stall? Ja? Der ist doch rundherum zu. Wie können wir da misten? Und deshalb gehen wir jetzt mal kurz raus und dann zeige ich euch das. So, ich stehe jetzt hinten auf unserer Mistplatte. Da liegt der Schweinemist, den bringen wir mit der Schubkarre her, weil wir müssen die Schweine halt noch von Hand misten. Das müssen wir also bei unseren Kühen zum Glück nicht, denn auch dort haben wir so ein Windschutznetz installiert. Beziehungsweise auch hier wieder drüben bei den Kühen, da sind übrigens die Kühe, das ist der Windschutzvorhang, den habe ich euch auch schon gezeigt. Und hier haben wir jetzt das schöne Windschutznetz bei den anderen Kühen im neuen Stall. Auch das einfach aufmachen hier. Eigentlich, die Ratschen gehen nicht mehr so gut, deshalb kann ich das jetzt nicht aufmachen. So, Ratsche Nummer 1 ist offen. Ich glaube, ich brauche eine zweite Hand oder eine dritte. Das wäre ganz gut. So. Jetzt ist das Ganze offen. Jetzt kann ich nicht auch das Ganze wieder hier aufmachen und beiseite schieben. So, wie ihr sehen könnt, das Ganze ist jetzt offen. Ich zeige euch das nochmal. Und wir haben hier genau, das ist nämlich eins unserer Hauptprobleme. Wir haben hier eine Durchfahrtshöhe von 2,50 Meter. Und der eine oder andere weiß, ich hatte es schon mal angesprochen, der New Holland ist einer der wichtigsten Schlepper bei uns auf dem Hof, weil der New Holland der einzige Schlepper ist mit 2,48 Meter Höhe und Kabine. Und deshalb schiele ja eigentlich schon die ganze Zeit auf so einen Hoflader. So, Hoflader ist eigentlich relativ teuer und du kannst es zu nichts anderem nehmen, als dann hier zu misten und vielleicht mal die Rundballen hin und her zu fahren. Deshalb ist mein Vater da noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich hätte gern einen, aber für einfach mal gerne haben, sind die Dinger eigentlich auch viel, viel, viel zu teuer. Deshalb, momentan müssen wir uns halt mit dem New Holland noch aushelfen. Ich bin froh, dass wir den Schlepper haben, weil der läuft, der macht eigentlich wenig Probleme. Aktuell hat er wieder ein paar Macken. Das zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Jetzt geht es aber heute erstmal um den Stall. Und deshalb ist der New Holland so wichtig. Wir haben damals den New Holland gekauft, weil selbst damals vor knapp 15 Jahren, wo wir den New Holland gekauft haben, selbst damals gab es neu fast keinen Schlepper mit einer Durchfahrtshöhe unter 2,50. Und deshalb ist es letztendlich der New Holland geworden. Der war damals schon 2 Jahre gebraucht oder Vorführmaschine, irgendwie sowas. Und der hatte die 2,50 Meter bzw. 2,48 Meter. Und deshalb war das der optimale Schlepper für uns, um hier in alle Ställe hineinzufahren. Der Stall hier, der ist ja später entstanden, den haben wir später auch noch umgebaut. Aber wir haben noch andere Orte hier auf dem Hof, wo wir diese 2,50 Meter Durchfahrtshöhe brauchen. Und deshalb war der New Holland damals die einzigste Wahl. Und wir haben es bis heute eigentlich nicht bereut. Wie gesagt, auch wenn er momentan ein paar Zicken macht, sonst sind wir eigentlich zufrieden. Und wie ihr jetzt halt sehen könnt, oder wie ich eben gesagt habe, das hier ist dann die Stelle, von wo aus wir reinfahren können. Hier drüben vom Nachbarn kommen wir einfach rüber. Durch die Scheune fahren wir mit dem Miststreuer raus. Dann steht der Miststreuer hier. Dann können wir vorwärts hier reinfahren, können misten, fahren hier rüber und laden halt hier auf dem Miststreuer auf. Und was ihr jetzt sehen könnt, wir haben ein paar Strohballen hergestellt, weil unten drunter ist eine Lücke. Damit der kalte Wind nicht so da reinbläst, haben wir das zugemacht. Hier oben stehen diese Platten drin. Die kann ich auch, glaube ich, irgendwie aufmachen. Und da guckt uns schon eine Kuh entgegen. Ihr könnt das hier sehen. Das ist so, die Platten sind hier drin, damit wir den Stall auch wieder zumachen können, dass halt der Wind nicht so durchpfeift. Weil im Normalfall ist, wie ihr sehen könnt, da vorne das Tor offen. Und wenn dann hier hinten auch noch offen ist, dann zieht das. Und wir mögen keine Zugluft, unsere Kühe auch nicht. Also können wir hinten zumachen mit diesen Platten. Aber wie gesagt, normalerweise würden wir jetzt hier aufmachen und könnten von hier aus reinfahren zum Misten. Und hier können wir das jetzt auch schon sehen mit dem Stall.
Das ist das Gitter, was wir umsetzen wollten. Da drüben an meinen Wandhaltern und hier einmal am Tor befestigt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und wer sich jetzt gefragt hat, warum sitzt, ich habe da auch einen Kommentar gehabt, warum sitzt ihr das denn 1 Meter von der Wand weg? Wäre doch viel besser, wenn wir das direkt an die Wand machen. Hier könnt ihr das, glaube ich, sehen. Der Mist drückt sich unter dem Gitter durch. Und das ist jetzt noch nicht viel, weil wir haben ja am Wochenende erst gemistet. Aber mit der Zeit wird das mehr werden und wird sich anstauen und wird sich immer mehr rausdrücken. Und letzten Endes führt das dann wieder zu Problemen, weil wenn sich der Mist durchdrückt und das wäre direkt an der Wand, dann würde sich der Mist direkt vor diesem Tor aufstauen und dann könnte ich das Tor nicht mehr aufmachen, um reinzufahren, um zu misten. Und deshalb 1 Meter weg von der Wand, dann geht das Tor auch noch nachher wunderbar auf. So, jetzt weiß ich nicht, machen wir hier wieder zu. Ich glaube, wir machen hier wieder zu und dann gehen wir wieder rein und dann zeige ich euch das Ganze von drinnen. Von hier gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sehen. So, ich stehe jetzt hier im Stall und ich zeige euch das Ganze mal von innen. Da hinten könnt ihr jetzt diese Platten sehen, mit der wir das Tor immer auf und zu machen können. Oder die halt diese Luftzirkulation und ein bisschen regulieren können. Auch die Temperatur hier im Stall. Also es sind so doppelwandige, die isolieren halt auch ganz gut. Und hier vorne seht ihr jetzt das Tor mit dem Kälberschlupf. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon gezeigt. Hier haben wir einen Fressgitter für die Kälber. Damit die können selbst fressen. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt, wir haben das Gitter tiefer gesetzt. Dadurch mussten wir alles umbauen. Das heißt, Gitter losmachen. Hier oben diese Eisen, das sind einfach Rundrohre, die hier drin stecken. Die werden hier mit so einer Schraube fixiert. Ich hoffe, man kann das sehen. So, da, diese Schraube werden die Rohre hier oben drin fixiert. Und die Rohre waren vorher andersrum montiert. Das heißt, sie waren nach oben gedreht und dadurch kam das Gitter natürlich dementsprechend höher. Jetzt haben wir das nach unten gedreht und dadurch kommt das Gitter jetzt auch tiefer. Das haben wir natürlich oben und unten gemacht. Jetzt sitzt das schön auf dem Brett auf. Und gerade die beiden Rinde, die hoffentlich trächtig sind, die ja ein bisschen kleiner sind von ihrer Größe her, haben es jetzt auf jeden Fall einfacher mit dem Fressen, dadurch, dass das Gitter tiefer sitzt. Ich hatte ja auch beim letzten Mal angekündigt, dass hier vorne in der Extra-Box der Bulle einziehen wird. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Unser Deckbulle ist nämlich hinten wieder bei den Kühen eingezogen. Und was wir machen mussten, wir mussten dieses Gitter hier noch installieren. Das war ja eine Katastrophe. Der eine oder andere wird das wissen. Kühe reagieren allergisch darauf, wenn sie sich selbst im Spiegel sehen. Also Kühe sind auf jeden Fall sehr neugierige Tiere und so eine Glasscheibe, die kann halt schon spiegeln. Und wenn die sich selbst im Spiegel sehen oder halt in dieser Glasscheibe gespiegelt sehen, dann glauben die, hey, da ist eine andere Kuh, die kenne ich noch nicht, mal gucken, wer das ist. Und dann gehen die mit ihrer Nase da dran und titschen gegen die Scheibe, um die andere Kuh zu beschnuppern. Und das ist auch hier passiert. Wie ihr sehen könnt, da sitzen Scheiben drin und die hat schon einen Sprung. Also unsere Kühe dann später so, hey, da ist eine andere Kuh, die kenne ich noch nicht. Mal gucken, wer das ist. Ditsch, Scheibe rausgefallen. Ja, deshalb haben wir jetzt dieses Schutzgitter davor installiert. Das ist ein altes Gitter, was vorher hin im Stall war, wo noch die Schweine hier drin waren. So findet das Gitter wenigstens noch eine neue Verwendung. Ja, haben wir halt dahin gemacht. Jetzt können sie die Scheiben nicht mehr rausdrücken. Macht sich, glaube ich, ganz gut. Zumindest besser wie permanent kaputte Scheiben. Das hatte ich auch schon mal im ersten Video gezeigt. Das hier ist unser Tränkebecken. Und wie gesagt, wir haben jetzt dieses Gitter hier installiert. Und das Tränkebecken geht natürlich jetzt beidseitig hin. Da kann von beiden Seiten die Kühe dran zum Trinken. Wo wir gerade bei sehr neugierigen Tieren waren. Ich habe gerade meine Kamera hier reingehalten. Und das Erste, was die Kühe machen, ist die Kamera anschlecken. Ihr Bösen, 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 Bösen. Naja, auf jeden Fall, Stall ist jetzt fertig. Ich bin echt froh. Ganz fertig ist er noch nicht. Wir überlegen halt noch immer, ein zweites Tränkebecken zu installieren. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Die Überlegung ist eventuell, ein zweites Tränkebecken zu installieren an das Gitter. Wir haben da extra so eine Platte mitbestellt. Ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Also ihr seht, hier steht noch das ganze Werkzeug rum. Genau, hier. Wir haben noch diese Platte, die kann auch mit solchen U-Bügeln wohl noch irgendwo an dieses Gitter montiert werden.
Das wäre halt ganz richtig cool, das wäre halt richtig nice, wenn wir das dann ins Gitter kriegen würden. Dann würden wir das neue Tränkbecken auch so installieren, halt für den Kälberschlupf, dass die Kälber ihre eigene Tränke haben, weil die hängen wir dann noch ein bisschen tiefer. Weil ich meine, die hier vorne, die eine Tränke, die ihr eben gesehen habt, die hängt hoch genug, dass halt die Rinder und der Bulle und so drankommen. Das ist kein Problem. Aber die Kälber sind dann noch relativ klein. Die bräuchten wahrscheinlich schon eine eigene Tränke. Und deshalb wird hier dann eine zweite Tränke installiert, ein bisschen tiefer für die Kälber. Weil sonst wüsste ich auch keinen anderen Ort. Also man könnte natürlich überlegen, ob man die noch hier an dem Pfosten macht. Aber dann steht die auch wieder so weit vor. Und dann fahren wir auch wieder mit dem Schlepper vorbei zum Misten. So, dann hat man so ein Tränkebeckenrad fast kaputt gefahren. Und dafür sind die eigentlich zu teuer. Und woanders, ich weiß nicht genau. Also wir sind da noch am Überlegen. Wir tüfteln da auf jeden Fall noch was aus. Also es wird eine zweite Tränke geben. Aber wir tüfteln noch was aus, wo. Weil das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das sind immer so Sachen, da muss man an alles denken. Und man will das ja dann auch richtig machen. Deshalb da lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil noch sind keine Kälber da, noch kommen wir mit der einen Tränke klar. Deshalb da ein bisschen mehr Zeit nehmen und es dafür einmal richtig gemacht. Was ihr auch noch sehen könnt, oder was ich euch auch noch zeigen wollte. Hier unten seht ihr eine Stange montiert. Weil ich hatte gesagt, dass wir das Gitter rumdrehen wollen, weil ich gehe davon aus, oder das war so unsere Überlegung. Wir haben nämlich gedacht, okay, wir haben es hier vorne gesehen, der Mist staut sich da auf den Liegeflächen, wo die Kühe halt immer liegen, um wiederzukeulen, um sich zu entspannen. Staut sich der Mist ziemlich auf, weil da halt relativ viel Stroh hingestreut wird und sie da hauptsächlich liegen. Und dadurch, dass da der Mist relativ hoch wird, haben wir die Angst gehabt, dass das Gitter nachher eventuell nicht mehr, also wenn wir es andersrum nach unten installieren, dass es dann nicht mehr aufgeht oder über den Mist drüber hinweg wegschwenken kann und wir so nicht mehr reinkommen zum Misten. Oder wir halt manuell das Gitter ausbauen müssten. Und wir wollen ja eigentlich so uns durch so einen Stallneubau will man sich auch so viel Arbeit sparen wie möglich. Also mussten wir uns da was überlegen. Und dadurch ist es dann halt zu dieser Stange gekommen. Denn jetzt ist das Gitter nach oben montiert, also andersrum wie vorher. Dadurch kann es auf jeden Fall immer über den Mist drüber wegschwenken. Und zum anderen ist unten halt diese Stange installiert, weil sonst hatten wir jetzt Angst gehabt, dass es eventuell zu niedrig für die Kälber wird, sodass die Kälber immer unten drunter durchschlüpfen unter diesem Gitter, weil das ist die letzte Stange von dem Gitter, dass die Kälber unten drunter durchschlüpfen und dann da hinten gefangen sind und da hinten drin rumspielen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deshalb haben wir diese Stange installiert mit diesen drei Haltern, die da angeschraubt sind, da, da und da hinten, da. Ihr könnt dann sehen, das sind drei Halter, da ist unten das Rohr durchgesteckt. Und damit kann ich jetzt, wenn ich hier diesen Bolzen da rausziehe, ich zoome mal ran, dann könnt ihr das sehen. Da ist dieser Bolzen drin. Wenn ich diesen Bolzen rausziehe, natürlich bei allen dreien, kann ich die Stange einfach hochklappen nach hinten. Deshalb war der Meter Platz, den wir hinten von der Wand her gelassen haben, auch wichtig. Weil diesen Meter Platz brauche ich, damit ich die Stange aufschwenken kann. Und dann kann ich das oben fixieren, kann das Tor ganz normal aufmachen. Und ich kann wieder ganz normal zum Misten rein in den Stall. Gut durchdacht, ab und zu mal mitdenken, ist auf jeden Fall ratsam, hat auf jeden Fall geholfen. Ich finde es auf jeden Fall gut, ist gut geworden, ist gut gelungen. Jetzt kann der Mist so hoch werden, wie er will, es macht eigentlich keine Probleme mehr, es kann definitiv drüber. Und wir können machen uns keine Probleme. Und die Kälber sind natürlich geschützt, dass die nicht ausbrechen können. Was ich jetzt auch noch am Überlegen bin. Ich habe ja natürlich, ihr kennt mich, ich habe ganz, ganz viele Pläne und ich möchte ganz, ganz viel machen. Mein neuester Plan ist, wenn ich das Gitter, das Tor da hinten aufschwenke, dann ist theoretisch, es geht ja nur bis hier vorne her, so bis auf diese Höhe ungefähr. Das heißt, ich habe ja daneben theoretisch noch Platz. So, jetzt ist das so, dass Kühe sich auch gerne mal ein bisschen schuppeln und so ein bisschen den Dreck abrubbeln. Und es ist wie bei uns Menschen. Ich meine, wir kriegen alle gerne den Rücken gekrault. Ich hätte gern so eine Kratzbürste. Keine mit Motor, das muss nichts Besonderes sein. Aber ich habe gesehen, da gibt es welche. Das sind einfach so Besen, die man an die Wand montiert. Und das ist für die Kühe halt auch ganz geil zum Schubbeln. Da hatte ich schon an die Firma Horizont gedacht. Horizont, wenn ihr das seht,
Ihr könnt euch gerne mal bei mir melden, beziehungsweise ich werde mich wahrscheinlich bei euch melden, um mal einen Preis zu erfragen von so einem Ding, weil das finde ich halt echt geil, so eine Bürste da zu installieren. Also hier da an die Wand noch so eine Bürste dran und ich würde behaupten, dann ist der Tevo-Stall perfekt. Und ich schneide euch jetzt einfach nochmal ein paar Bilder zusammen. Ich zeige euch einfach nochmal wirklich diese Größe von dem Stall. Ich glaube, in den letzten Videos, ich habe ja alle möglichen gesetzlichen Grundlagen und so weiter, glaube ich, eigentlich schon alle angesprochen. Vielleicht wäre es noch ganz für euch noch ganz interessant, hier der letztendliche Stall, also der Stall, wo jetzt hier die beiden Kühe drinstehen, der hat eine Größe von, also der ist auf jeden Fall 4 Meter breit, 4 Meter tief, wie auch immer man das sehen möchte. Und ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Das Fressgitter hat auf jeden Fall auch 4 Meter. 4 Meter, ja, das sind ja 5 Meter, das sind das 9, dann sind wir bei 4 mal 9 Meter. 9 mal 4 Meter sind 36 Quadratmeter. Und dann kommt hier vorne kommt noch so 1,5 bis 2, sagen wir mal, 2 Quadratmeter dazu. Also 37, 38 Quadratmeter, was der Stall letztendlich hat, jetzt an fix und fertiger, endgültiger Größe. Wie ich angekündigt habe, ich glaube, ich hatte im ersten Video gesagt 38, jetzt haben wir hier 37 oder 38, 37, 38. Auf jeden Fall in Sachen Tierwohl, glaube ich, nicht zu überbieten oder in Sachen Platzangebot, weil der eine oder andere weiß es auch. Ich meine, ich kann das Thema ja gerade nochmal ansprechen, der eine oder andere weiß es, wir haben zu wenig Weideflächen. Ich habe das in meinem Livestream schon mal angesprochen. Ja, es ist ganz, ganz schwierig, bei uns hier Weideflächen zu kriegen, weil die meisten Weiden immer irgendwelchen Pferdeleuten gehören. Und deshalb, wir haben ja auch nicht genug Dauergrünland. Wir müssen ja unsere Futtermittel auch auf Ackerflächen erzeugen. Deshalb bauen wir ja Pflanzen wie Luzerne und Kleegras, Ackergras, bauen wir in unsere Fruchtfolge ein und bauen die an, um unsere Tiere überhaupt mit genügend Futter zu versorgen. Und deshalb wäre da kein Platz mehr, um auch noch zusätzlich irgendwie die Tiere irgendwie auf die Weide zu lassen. Weil ihr wisst, wir machen das ganze Futter eigentlich zu Winterfutter. Alles, was wir haben, die Luzerne, das Kleegras, wird eigentlich immer zu Silo. Dann machen wir noch Heu als Winterfutter. Und was ja natürlich jetzt auch noch mit dazu kommt, wir machen im Sommer halt Grünfutter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente bei uns in der Tierhaltung oder bei uns auch im Stall. Wir machen ja nicht nur, dass wir und tun hier den Stall vergrößern, den Stall umbauen, damit das besser ist für die Kühe. Wir füttern im Sommer nicht nur einfach Heu, wir füttern frisches Gras, wir füttern Grünfutter. Und deshalb ist der New Holland wieder wichtig, weil der New Holland der einzige Schlepper ist mit Frontzapfwelle. Das heißt, das ist der einzige Schlepper, der schmäler ist wie unser Frontmähwerk. Mörtel, Mähbreite 2,10 Meter. Und das ist der einzige Schlepper, der halt wirklich Frontzapfwelle hat und schmal genug ist, dass der hinter das Frontmähwerk passt. Und damit tun wir halt dann mit dem Ladewagen Grünfutter holen und tun halt den ganzen Sommer über jeden Tag frisch Grünfutter holen und Grünfutter füttern. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, dass unsere Kühe da halt, sag ich mal, in gewisser Weise ein Weidefeeling haben, sozusagen. Zumindest was das Fressen angeht. Ja. Hell sind die Stelle an sich auch gut. Wie gesagt, hier hinten haben wir ja einmal die Scheiben, da das Windschutznetz, wo viel Licht reinkommt. Hier vorne sind ein Haufen Scheiben drin. Es ist halt ein Altbaustall. Klar ist es nicht zu vergleichen in Sachen Lichtangebot mit jetzt eventuell einem komplett neu gebauten Stall oder Weidehaltung. Damit kann ich das will ich auch damit gar nicht verkleiden. Ja, man muss ja immer A, kleine Brötchen backen und B, mit dem arbeiten, was man hat. Und wir haben halt nun mal hier diese Altbauten, also muss ich damit arbeiten. Und wenn ich aber diese Altbauten habe und damit arbeiten muss, kann ich es trotzdem so gut wie möglich machen. Und das war auch mein Ziel. Und das war mein Ziel bei dem Stallumbau oder unser Ziel bei dem Stallumbau. Und das ist aber auch mein Ziel in den Videos, euch das rüberzubringen, euch das zu zeigen. Ja? Dass man auch mit so Altbauten und auch mit vielleicht alten Sachen und Sachen, die vielleicht nicht mehr 100% top sind, noch was Gutes machen kann und seinen Tieren auch was Gutes tun kann. Und ich wollte euch zeigen, dass wir Landwirte halt immer bestrebt sind, das auch umzusetzen. Ich glaube, das ist uns hier bei dem Stall auf jeden Fall gelungen. Ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert mich. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt lang genug geredet. Ich weiß nicht, wie lange das Video geworden ist. Ich muss mal gucken, ich gucke gerade mal auf die Uhr, Handy weiß Bescheid. 17 Uhr, also bis zum Füttern ist noch knapp eine Stunde.
Deshalb werde ich denen jetzt noch nichts geben. Aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen Stroh reinschmeißen, das habe ich ja versprochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, hoffe, das Video hat euch gefallen und macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss!